Hallo und herzlich willkommen. Es ist 21 Uhr. Nein, es ist 20.59 Uhr. Aber es ist gleich 21 Uhr. Wir fangen schon mal an. Ich habe euch schon mal eingeschaltet. Es dauert immer ein bisschen, bis es alles hochgeladen ist, bis ihr mich seht, bis sich meine Stimme wieder normalisiert hat, bis meine erste Aufregung verflogen ist. Hallo Mia, hallo Engel. So. Dann gucken wir mal, wenn ein paar eingeschaltet haben, fange ich dann auch gleich an. Inga, du musst auf Plottermarie bei Facebook gehen. Sehr, sehr schön. Ich kriege nämlich private WhatsApp-Nachrichten gleich. Die sehe ich hier schön oben. Und von daher muss ich da auch noch ein paar Anweisungen geben. So, ich werde etwas gefragt. Wische nach links. Hi Inga, schön, dass du da bist. So, es ist jetzt 21 Uhr. Dann sage ich herzlich willkommen bei Plottermarie Dr. Sprechstunde. Heute wollen wir gemeinsam eine schöne Datei auf ein Textil bringen. Schön, dass man das sieht. Ich hole mal die Puppe. Wir wollen heute gemeinsam ein Textil veredeln. Und zwar ein T-Shirt. Hier habe ich schon mal ein Beispiel hängen. Und genau so was wollen wir machen. Wir nehmen uns eine Datei, öffnen sie auf dem Laptop, dann werden wir sie schneiden lassen vom Cameo und dann entgittern wir sie gemeinsam. Ich habe so ein paar Tipps und Tricks, zumindest im Kopf. Ich hatte mir einen schönen Zettel geschrieben, der ist jetzt hier oben. Allerdings steht da drauf, was ich morgen alles einkaufen muss. Von daher hoffe ich, dass mir das alles noch einfällt. Ich habe es nämlich mit meinem Einkaufszettel verwechselt. Gut. Ist egal, kriegen wir hin. Auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks rund ums Entgittern. Dann werden wir ein Textil, in dem Fall ein T-Shirt, in dunkelblau mit der Presse, die hier hinten ist. Ich werde mal gucken, ob ich euch mitnehme mit dem Stativ, wie wir das hinkriegen. Wie gesagt, erstes Mal live dieser Test. Wir entwickeln uns weiter. Vielleicht kriegen wir noch eine Drohne. Wir hatten ja mal einen Quadrocopter, den hat mein Mann bei den Nachbarn oben im Dach versenkt und da parkt er jetzt. Also fällt diese Möglichkeit weg. Gut. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. So, dann warten wir noch mal kurz. Mein Mann sitzt 2 Stockwerke tiefer und schreibt mir gerade ganz tolle Nachrichten. Ich soll einen Jingle einfügen, aber ich fange bestimmt nicht an zu singen, Schatz. Den Gefallen tue ich dir nicht. So. Also, herzlich willkommen. Es ist kurz nach 21 Uhr. Mein Name ist Eva Maria Biel, nennt mich Eva Doktor von und zu. Eva. Ich bin ein Teil der Plottermarie-Familie. Ich bin nicht Plottermarie. Unser Brainbug, wer Starship Troopers kennt, unser Brainbug sitzt in der Nähe von Sulzbach-Rosenberg, ganz geheim. Es wird ihn niemand finden. Von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du auch zuschaust. Du kannst mich nicht erreichen. Ich mache hier, was ich möchte. Nein, es ist alles abgesprochen und das machen wir schon. So, wie viele schauen zu? Schön, es sind ein paar. Mehr wie 3, das freut mich sehr. Ich singe nicht. Mein Mann könnte singen. Mein Mann kann sogar sehr gut singen, aber der hat sich, wie gesagt, 2 Stockwerke tiefer versteckt. Mein Name ist Eva, ich bin 36 Jahre alt, ich habe 2 Söhne, bin verheiratet mit einem bipolaren Mann, ein sehr, sehr verständnisvoller Mann für mein Hobby, der aber genauso lustige Hobbys hat wie ich, er spielt Schlagzeug. Von daher bin ich hier oben im 2. OG und er im Keller an seinem Schlagzeug, also wir sind ein absolutes Dreamteam. Ich nähe seit ungefähr 8 Jahren, mein Vater ist Schneider. Liegt uns irgendwie alle ein bisschen im Blut. Ich habe, ja, wie alle klein angefangen. Ich mache das als Hobby. Ich verkaufe nichts, aber ich habe alles auch so ein bisschen über YouTube und über das Nachfragen mir beigebracht. Und eben, jetzt bin ich bei der Textilveredelung hängen geblieben und es macht mir einen Riesenspaß. Ich sage immer, die Folien zu sehen, die Ideen zu haben, was kann ich alles damit machen, das auszuprobieren, ist einfach was ganz Tolles, wie das Nähen auch und wie viele andere Hobbys natürlich auch. Ich sehe übrigens, was ihr alles kommentiert.
Ja, du bist ein tätowierter Assi, Schatz. Ja. Finde ich super. So, bevor sich irgendwelche Leute langweilen. Also, wir wollen heute gemeinsam eine Datei von Komplott auf ein Textil bringen. Die Datei heißt Fashion Science. Wir wollen ja nicht in unserem stillen Kämmerlein vor uns hinnähen und es dann auch nur ganz geheim tragen, sondern wir wollen zeigen, das, was wir tun, machen wir gerne. Schatz, hör auf, mich mit Nachrichten zu bombardieren. Nein, das, was wir tun, tun wir gerne. Wir wollen stolz drauf sein. Wir wollen Do-it-yourself-Fashion machen. Wir wollen High-Fashion machen. Wir wollen was Cooles machen für alle. Und das machen wir heute. Wir starten mit Fashion Science von Komplott. Die Datei beinhaltet ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, ein Peace-Zeichen. Also absolut gemacht für diese wunderschönen Folien. Ich zeige euch gleich mal. Schön, dass ich mich selbst immer an sowas erinnere. Ich zeige euch gleich mal, welche Folien wir zur Verfügung haben. Und zwar, wir arbeiten heute mit der Glitzerfolie, mit der Deluxe-Variante, zu der immer eine Übertragungsfolie geliefert wird. Und eben, dass es für euch einfacher ist, machen wir das gemeinsam. Dann seht ihr es mal. Es ist echt nicht schwer. Es ist, wenn ihr es gesehen habt, denkt ihr euch, warum habe ich das nicht gleich gewusst? Also, wir hätten hier eine Variante mit Schuppen. Wir haben, also ich habe auch nicht alle da, mir wurden, ich bin übrigens 400 Kilometer von der Zentrale entfernt, von daher ist das alles etwas verschoben. Kann man das Video auch nachschauen? Natürlich! Video wird gespeichert. Silke, kannst du auch morgen schauen? Überhaupt kein Problem. Wir haben alle manchmal Verpflichtungen, Kinder sind wach oder Elternsprechtag oder sonstiges. Video wird gespeichert. Also, wir haben, wie gesagt, die diversen Glitzerfolien. Ich hätte hier auch einmal Rose zur Verfügung. Wir haben die Rainbow Circle in Glitzer. Ganz toll. Ich hoffe, das spiegelt nicht so. Mein T-Shirt ist vom H&M und beplottet mit unserer Glitzerfolie. Ich zeige es mal. Ich weiß nicht, glitzert das? Durch diese vielen Lampen kann ich das selbst gar nicht sehen. Mich blendet eh alles. So. Es hakt. Oh, das ist nicht schön. Also ich gucke mir jetzt die Folie. Ich hätte diese Watercolor-Glitzer gerne genommen. Für heute. Die passt ganz gut. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe ein dunkelblaues Shirt. Von daher denke ich, würde das echt schön aussehen. Um sowas vorher zu testen, ist es immer praktisch. So, ich ziehe dich mal aus. Das ist übrigens auch eine Watercolor-Glitzer. Das ist intens. Unser Herz, das könnt ihr auch bei uns erwerben. Das ist so ein Hintergrundherz und da drauf ist der Tanzbär, die Tanzbärin von Treebird. Sehr, sehr schön. Also man sieht, man kann das auch zweifarbig, mehrfarbig machen. Sehr, sehr schön. Forever Young. So, dann ziehen wir mal die Dame schnell aus und überlegen uns, welche Farbe wir nehmen. Das ist immer schön, wenn man das vorher mal ausprobiert hat. So, Donna. Also, wir haben hier ein dunkelblaues Shirt. Ein dunkelblaues Shirt und ich hätte hier gerne einen Hashtag. Ich war ja gestern schon mal ganz kurz online und habe meine Puppe vorgestellt, meine beste Freundin, also meine gute Freundin. Wir sind ein super Team. Sie hat Busen, ich habe Kopf und wir ergänzen uns einfach perfekt. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen einen Hashtag. Sie Busen, ich Kopf. Also ganz spontan. Ich habe selbst die Datei noch nicht bearbeitet. Ich habe sie gesehen, ich habe sie auf dem Laptop, ich habe sie gekauft. Alles wunderbar. Von daher machen wir alles ganz gemeinsam. Die Rainbow Circle kann man auch kaufen. Ich habe das gerade so im Augenwinkel gelesen. So, also. Wir wollen gemeinsam diese schöne Watercolor hier in Blau auf dieses Shirt bekommen. So, jetzt fangen wir schon mal an. So. Mir fällt alles runter, wie immer. Ja, herzlich willkommen in meinem Nähzimmer. Hier hinten ist es dunkel. Warum ist es hier eigentlich dunkel? Schatz, wenn du Zeit hast, könntest du mal das Licht hinten anmachen. Also hier ist mein Nähzimmer. Es sieht aus wie Sau. Gestern hat man kommentiert, es wäre sehr schön aufgeräumt. Ihr habt den Boden nicht gesehen. Wo wir auch schon zum nächsten Thema kommen. Wir wollen gucken, wie groß machen wir diesen Hashtag. Wir haben unsere Schneidematte ja hier in unserem Programm, die virtuelle Schneidematte. Und
Dementsprechend haben wir auch die Matte hier, also können wir das auch nutzen. Allen ein herzlich willkommen, die jetzt erst eingeschaltet haben oder die jetzt erst zugeguckt haben. Wir wollen gemeinsam einen Hashtag von der lieben Faina von Komplott, Fashion Science heißt die Datei, auf unser Shirt bringen. Ich muss euch leider so nah da haben, weil sonst kann ich euch nicht mehr lesen. So, also, wir gucken uns das Ganze mal an. Wie groß soll der Hashtag sein? Diese Matte ist echt praktisch. Ich habe letzte Woche, das zeige ich jetzt einfach mal, ein Glas beplottet mit einer ganz tollen Datei, die ich euch aber erst später zeigen wollte eigentlich, aber gut. Wie groß muss die sein, wie groß muss ich das Motiv schneiden? Legt sie auf die Matte. Ihr seht es perfekt, wie groß es sein muss, weil die virtuelle Matte ist gleich groß. Solltet ihr die Matte, diese Kästchen, diese Zahlen nicht sehen können, habt ihr die Transparenz zu hoch, dann geht ihr auf eure Einstellung, auf die Design-Seiteneinstellung. Das ist ein Blatt Papier mit Strichen, mit Pfeilen hier. Und da ist die Transparenz. Ich habe sie auf 60%. Dementsprechend sehe ich genau diese Zahlen bei mir auch. So. Wir kennen das mit dem Boden. Ja, Boden ist super. Ja, dementsprechend sieht meine Matte auch aus wie Wutz, weil ich mindestens 5-mal am Tag auf meine Matte trete. Ich mache jetzt hier alles ganz brav auf dem Tisch. Normalerweise mache ich ja die... mein Mann hat mich wieder... Ja, gut. Normalerweise mache ich alles auf dem Boden. Ich finde es super praktisch. Aber jetzt machen wir es hier gemeinsam. Also, stellt euch vor, ihr legt es auf den Boden und legt euch auf das Shirt die Schneidematte. Also könnt ihr euch ungefähr schon mal angucken, wie groß wollt ihr es machen. So, ich hätte es fast hier positioniert. Das wäre dann 6 auf 7 ungefähr. Das merke ich mir niemals. So. Somit hätten wir die Größe schon mal geklärt. Wie ich die Matte sauber bekomme? Ja. Nein, ich habe es mir extra hier reingelegt. Ich habe hier einen Schreibtisch mit Schubladen, super, sehr, sehr, sehr praktisch. Babyfeuchtpopo-Tücher. Geht super. Abwischen, ganz vorsichtig, nicht ruppeln, abwischen, Fussel abwischen, dann ist sie nass, trocknen lassen und dann backt sie wieder wie Wutz. Also perfekt. So, jedoch, auch wenn ich sie immer mal wieder sauber mache, klebe ich mir meine Folien zu 98% immer noch mal mit Tesafilm fest. Ich mache sehr, sehr gerne, ich liebe filigrane Dateien, die zum Teil 40, 45 Minuten schneiden. Und wenn sich das verschiebt, ich weiß nicht, ob irgendeiner diese Mandala-Datei gesehen hat, ich habe es ja einmal nicht festgeklebt und habe mir in den Hintern gebissen, weil es sich wirklich um ein paar Millimeter verschoben hat. Und gerade wenn die Linien ganz dünn sind, ist jeder Millimeter, der sich verschiebt, schrecklich. Also einfach mal oben, unten, rechts, links oder einfach nur oben und unten einen Tesastreifen draufgeklebt, den ihr dann natürlich auf den Boden klebt, um ihn dann wieder auf dem Socken zu haben, den ihr dann in die Wohnung tragt, genauso wie die Raupen. Liebe Freundin Mia hat auch schon Raupen in einer Windel wiedergefunden. Also das hatten wir alles schon. Von daher Baptesa drauf, alles super. Ja, also gut, wir starten jetzt. Wir haben uns überlegt, wie groß die Datei, also wir haben uns ein Shirt ausgesucht, wir haben uns eine Datei ausgesucht. Washi-Tapes gehen auch, eine super Idee. Alles, was klebt, bitte kein doppelseitiges Klebeband. Schön seitlich positionieren, dass ihr nicht drüber schneidet, also schön knapp. Und ja, also wir haben die Datei, wir wissen, in welcher Farbe wir es haben wollen. Jetzt gucken wir uns noch an, welchen Verlauf wir wollen. Wir haben ja gesagt, 6 auf 7. Dazu erzähle ich in einem anderen Video noch mehr. Aber so, also ich hätte gerne den oberen Teil, weil die Watercolors sind ja im Gegensatz zu den Aquarellfolien mehrfarbig. Das heißt, die Farben verlaufen ineinander. Jetzt könnt ihr euch noch überlegen, wie soll der Hashtag sein? Hätte ich es gern mehr grün? Hätte ich es gern mehr blau? Echt, wenn wir das jetzt alle gleichzeitig miteinander machen würden, würde jeder Hashtag anders aussehen. Ist natürlich super individuell, dementsprechend. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen mit dem Nähen. Wir wollen individuell sein, wir wollen was machen, was andere vielleicht nicht machen. Und wir wollen ein T-Shirt haben, das sonst keiner hat. Das habe nämlich nur ich. Ich hoffe, dass die Chefin das auch gemacht hat. Also das habe nur ich und da bin ich stolz drauf. Das macht mir Spaß und das machen wir jetzt gemeinsam. Also, nochmal, wir haben die Datei. Ich gehe davon aus, ich erkläre es trotzdem nochmal, wir haben die Datei gekauft bei Komplott.
auf der Internetseite, haben dann einen Download-Link zu einer Dropbox bekommen und haben ihn uns dann in unserem Silhouette Studio Programm geöffnet. Die Datei beinhaltet diverse Fashion Signs. Wir haben, wie gesagt, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, ein Smiley dabei, ein Peace-Zeichen. Also ist alles sehr individuell, kann alles wie machen jeder, wie er will. Ich mache einen Hashtag, weil es mir einfach gut gefällt. Ich bin auch bei Instagram, also von daher, ich hashtag sowieso sehr gerne jeden Müll. Ich mache immer gerne Hashtags wie Lu, du bist klasse oder sonstiges, weil es einfach lustig ist. So, mit Tesa an den Socken fängst du wenigstens. Ja, eigentlich richtig. Dann fängt man nämlich diese Raupen wieder ein, die man vorher beim Nähen schon mit runtergeschleppt hat. Aber gut, ja, wir werden alle noch spitzenmäßig zusammen. Wir werden ein gutes Team. Also wir haben die Datei, wenn man die Datei, die DXF öffnet, kommen mehrere. So, ich suche mir jetzt meinen Hashtag, das habe ich jetzt aber schon gemacht, während wir gesprochen haben. Ich habe mir den Hashtag ausgesucht, habe ihn jetzt groß gemacht, aber noch nicht so groß, wie wir es besprochen haben. Ich wollte 6 und 7. So, dann vergrößern bzw. verkleinern wir uns das Ganze. So, das geht nicht ganz. Wir haben hier, weil die rechteckig ist, quadratisch ist, müssen wir es ein wenig kleiner machen. So, also ich habe sie jetzt so groß, wie ich das möchte. Gut, jetzt nehmen wir uns die Matte. Mach mal mein Cameo auf. Liebling, du wolltest doch hochkommen und das Licht anmachen, dann kannst du doch jetzt singen, während der Plotter gleich läuft. Also, diese Folie wird nicht gespiegelt geschnitten. Ganz normal. Ähnlich wie Vinyl wird ja auch nicht gespiegelt geschnitten. Diese Folien, es gibt es zwei, also wir haben zwei bei uns im Programm. Wir haben einmal die Glow in the Dark, die wird auch mit Trägerfolie dann bearbeitet oder eben diese speziellen Glitzerfolien. Wir legen sie also so auf die Matte, dass sie uns anschaut. Ich wollte den Farbverlauf hier oben. Ich sehe ja 1:1 das, was ich mir vorhin hier ausgesucht habe. Und sie klebt nicht, weil ich heute natürlich wieder 5-mal über meine Matte gelaufen bin. Also klebe ich sie mir mit Tesafilm fest. So, dann habe ich hier mein Tesa. Immer alles griffbereit haben, dass man auch ja, wenn man unten in der Küche ein Geschenk einpacken möchte, keinen Tesafilm mehr hat. Aber wenn man im zweiten Stock ist, so wie ich, bleibt man wenigstens fit. So, ich klebe das fest. Die Folien kommen nochmal nach, ja. Also, Sascha, mach mal das Licht an. Inga sagt, sie will das Licht anmachen. Sie will das Licht anmachen. Der ist nur zu faul, hier hochzukommen. Ja, Lu, wenn du dein Mandala gespiegelt hast, ist er eigentlich nicht wirklich sichtbar. Ich habe es nämlich versehentlich letztes Mal gespiegelt und hatte dann ein spiegelverkehrtes Om. Was ich dann aber weggelassen habe. So, also gut, ich habe sie festgeklebt. Ich klebe sie fest, ich klebe sie gut fest. So, also, ich habe sie festgeklebt. Mein Laptop ist übrigens, mein Laptop ist übrigens immer am Strom. Die Sache ist nämlich die, dieser Hashtag wird relativ schnell gehen, deswegen habe ich mir die Datei ausgesucht. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan von filigranen Dateien. Diese schneiden teilweise bis zu 45 Minuten. Also ich hatte mal eine ganz, ganz tolle Datei von Miriam Kreativ. Eine wunderschöne Blume, die hat sage und schreibe, Mann, kommt, hat sage und schreibe 1 Stunde und 15 Minuten geschnitten. Das heißt, nach 5 Minuten geht im Normalfall der Strom. Kannst du bitte das Licht anmachen? Also, normalerweise geht nach 5 Minuten die Lichtgeht an, der Stromsparmodus an und wenn das ist, hört der Plotter sofort auf zu schneiden. Machst du bitte die Tür zu? Gut. Also wenn der Stromsparmodus angeht, hört der Plotter auf zu schneiden und das Ding ist futsch. Also immer am Strom sein. Ganz wichtig, so wie ich jetzt auch. Handystrom, Laptopstrom ist immer das Beste, was man machen kann. So, also alles angeschlossen, alles eingesteckt. Gut, wir laden, legen die, dass ihr es nochmal seht, wir legen die Matte in den Plotter. Lassen Sie laden. So, Einstellung. Es ist wichtig, jede Folie, jeder Hersteller hat eigene Einstellungen. Auch jeder Mitbewerber hat teilweise. So.
sagt mir mein Handy gerade, dass meine Batterie geladen ist. Ich schmeiß mich weg. Also, jede Folie, jeder Hersteller hat eigene Einstellungen. Auch jeder Mitbewerber hat teilweise andere Einstellungen. Bitte haltet euch an die Einstellungen. Ihr werdet euch in den Hintern beißen, wenn ihr die vorgegebenen Einstellungen vom Silhouette Studio Programm nehmt. Weil es kann funktionieren. Es ist immer ein Kann, aber es muss nicht. Die Einstellungen sind nur die Glitzer-Variante muss nicht gespiegelt werden, richtig. Es gibt zu jeder Folie die Einstellungen. Wir haben eine Excel-Tabelle, die im Plotter 1x1 ist. Da steht alles drin, was nicht drin steht oder es ist euch zu umständlich, das auszudrucken. Also ihr seht es jetzt nicht. Meine hängt hier oben. Ich habe es aber nochmal. Ich habe diese Einstellungslisten immer in sichtbarer Nähe hängen. Da steht dann drauf, welche Folie, welche Messereinstellung, welche Geschwindigkeit, Quatsch, welcher Druck und die Presstemperatur. Wie ziehe ich es ab, kalt, heiß, ist auch alles vermerkt. Ansonsten geht in die, wo ihr es gekauft habt, in den Shop, in normalerweise, also ich war bei uns steht es dabei in der Beschreibung, wie ist die Temperatur und so weiter, was auch in der Excel-Liste steht. Andere Shops haben das auch. Es ist wirklich wichtig. Diskutiert nicht irgendwo mit irgendwelchen Leuten über die Einstellung. Schaut einfach direkt bei dem Produkt nach, das ihr gekauft habt. So, in unserem Falle, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich immer, da rollen sich mir immer die Fußnägel hoch, wenn die Leute darüber diskutieren, wie man die Flock von was weiß ich wem schneidet, wo ich sage, schaut in die Einstellung. Alle, auch unsere Mitbewerber, haben Excel-Listen, da steht alles drin. Schaut da rein, da erspart ihr euch viel Ärger. Testschnitte sind auch ganz wichtig. Ihr schneidet, also ich schneide viel, ich muss immer auch mal wieder einen Testschnitt machen. Ihr spart euch wirklich viel Ärger, die Folien sind nicht umsonst. Die 30 Sekunden hat jeder, um einfach mal ein Dreieck zu schneiden, das automatisch geschnitten wird. Solltet ihr Flexfolie zum Beispiel haben und was Filigranes machen, macht mal ein Add-Zeichen, ein kleines. Überhaupt kein Problem. Erstmal testen. Die Vorgaben. Achso, das Messer nutzt sich irgendwann nämlich auch mal ab. Es kann sich was reingesetzt haben. Ich habe meins auseinandergemacht letzte Woche und da war ein kleiner Fussel drin, eben durch diese filigranen Dateien. Das ist wichtig. Haltet euch an die Einstellungen, macht aber trotzdem, wenn ihr vielleicht schon längere Zeit euer Messer habt, einen Testschnitt. So. Das ist eine sehr gute Anmerkung, Andrea. Das gebe ich gleich weiter, beziehungsweise, das ist ganz wichtig, ich kann nicht alle eure Kommentare lesen. Ich versuche es, ich kann es aber nicht. Aber wir werden im Nachgang, also das ganze Team ist eingeschaltet, sobald das Video vorbei ist und ich mal einen Rüffel gekriegt habe, werden wir alle Kommentare nochmal durchgehen und auswerten, beziehungsweise direkt dann kommentieren. Das 1x1 ist in unserem Shop, ist zum Download bereit. So, genug gefaselt. Kann ich ja eigentlich nochmal probieren, wenn der Plotter läuft. Ich hoffe, ihr hört mich. Also, es ist drin. Die Einstellungen haben wir hier. Ich gehe jetzt aufs Messer. Ich schneide übrigens immer mit Kopierpapier hier. Ich lasse es auf Kopierpapier und gebe dann meine eigenen Einstellungen ein. Also, wir haben hier bei der Messer 3. Ich habe ein automatisches Messer hier bei mir. Ihr müsstet dann Ratschenklinge oder was auch immer einstellen. Dann haben wir die Dicke 25 bis 28, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ja. So. Seht ihr, unser Team ist monstermäßig schnell und schon ist ein Link zu unserem Plotter 1x1 da. Vielen Dank dafür. So, ich habe es eingestellt. Ich mache jetzt keinen Testschnitt. Ich schicke es jetzt rüber. Es geht! Also, er pumpt sich jetzt hoch. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein bisschen leise. Also, der Hashtag, ja, wo wir beim nächsten Thema werden. Ich habe nämlich gerade keine Geschwindigkeit eingestellt und ich vermute, dass die Geschwindigkeit noch relativ langsam eingestellt wird. Ich, Eva, bin ein Liebhaber der filigranen Dateien und schneide gerade diese kleinen, dünnen Dinger immer mit eins. Schön in Ruhe. Wir sind nicht auf der Flucht. Wer auf der Flucht ist, macht Fehler, vergisst zu spiegeln, spiegelt oder legt die Matte falsch rum ein oder sonstiges. Immer schön mit der Ruhe. Ja, was wollte ich sagen? Ich glaube, das war was. Die Geschwindigkeit ist einfach, ich bin fusselfrei. Ist die Mandalas von den Mega. So. Hi Sarah, schön, dass du da bist.
Ich hoffe, du kannst noch einsteigen. Wir schneiden gerade schon, aber ich denke, das wirst dich gleich wieder mit einfinden. Also ich bin absoluter Fan von so viel, von den Dateiherstellern, die so filigrane Sachen machen. Immer schön sachte mit Ruhe. Ja, wo wir eigentlich auch bei einer ganz wichtigen Sache wären, unsere Folien oder Folien allgemein leben von Leinwänden. Unsere Leinwände sind nicht nur wie in meinem Fall jetzt ein gekauftes T-Shirt. Ich bin eigentlich eine nähende Dame. Nur leider fehlt mir aufgrund der Kreativität meiner Chefin gerade die Zeit, dann die passenden T-Shirts noch zu nähen. Also im Moment kommt so viel Neues, dass ich einfach oft auch auf gekauftes zurückkaufen muss, was ich aber nicht schlimm finde. Auf jeden Fall, unsere Leinwände sind die wunderschönen Shirts, ob sie gekauft oder genäht sind. Das heißt, ein Dank auch mal an alle Schnittmusterhersteller. Ohne Leinwände hätten wir überhaupt nichts, wo wir es draufbringen würden. Ein weiterer Dank geht natürlich auch an die Dateihersteller. Jeder hat eine andere Leidenschaft, ob es jetzt Bärchen sind für Kinder, für Erwachsene. Fashion Science, ich bin großer Fan von Komplott zum Beispiel. Treebird. Ich liebe Sandra Picks Bären. Jetzt habe ich sie ausgezogen und habe sie weggeschmissen. Also nicht weggeschmissen, nur weggelegt. Die wunderschön, hier wäre eine sichtbar. Da ist Komplott zum Beispiel. Die Münder ist super, das ist übrigens Hotfoil. Wenn ihr das sehen würdet, hier, das glitzert, funkelt in allen Richtungen. Juliane Oberschätzchen. Grovi-Design, da habe ich auch was ganz Tolles. Das zeige ich euch dann nachher noch mal ein bisschen länger. Also fusselfreies. Ich bin einfach froh, dass es die alle gibt, wenn ich die Dateien nicht hätte, wie auch meine liebe Lou von Serendipity Design. Wunderschöne Sachen, wenn wir die nicht hätten, nicht wir, sondern wir Kreativen, die das aufs Shirt bringen wollen, hätten wir gar nichts. Ich kann ein Viereck malen. Ich habe mal ein Pferd gemalt und mein Sohn sagte, Mama, Gonzo! Ja, also ich könnte es nicht. Deswegen mein herzlicher Dank auch an alle Dateihersteller und natürlich auch an Folienhersteller. Mein Dank geht auch an unsere Mitbewerber. Natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es spornt uns an, es macht uns kreativ, es lässt uns andere Wege gehen, es lässt uns einfach leben. Viele denken, wir hassen uns nicht, wir kennen uns teilweise. Der Kuchen ist groß. Ich habe noch nie einen Edeka-Verkäufer gesehen, der so beim Edeka, beim Aldi vorbeiläuft. Also es ist totaler Quatsch. Deswegen an alle mal ein herzliches Dank. Wir könnten eigentlich hier anfangen bei den Stoffen. Ich mache das jetzt übrigens alles nur, dass der so schön hier schneiden kann. Nein, es fängt wirklich bei den Stoffen an. Es ist die Gemeinschaften, die Freundschaften, die entstehen, die vielen, vielen virtuellen Freundschaften. Wie Mia zum Beispiel, die hier auch gerade zuguckt. Wir haben uns wirklich ganz zufällig über Insta kennengelernt. Anna, du brauchst einen Plotter, ja. Mia habe ich über Insta kennengelernt. Das ist jetzt schon seit, wie wir uns kennengelernt haben, ganzen Bauch gehabt. Mittlerweile ist das Kind schon 6 Monate alt. Wir schreiben täglich, wir tauschen uns aus, wir lernen voneinander. Auch die Dateihersteller, ich bin bei einigen in den Stammteams dabei, als Eva, als private Eva. Was man da alles lernt, wie man sich austauscht, wie dann einer mal sagt, das ist Mist, wie du das machst, oder bearbeite deine Bilder anders. Ich habe die ganze Zeit meine Bilder gemacht, ganz normal, habe sie schön auf entweder auf dem Handy oder auf Photoshop bearbeitet und dann irgendwann kam dann die liebe Annette von Grovi Design, die auch Logos macht, sagt, stopp, ich kenne dich jetzt, da so muss dein Logo aussehen, ich mache dir was, hast du Interesse? Und schon hatte ich ein Logo. Also es ist ein Geben und ein Nehmen und es ist unheimlich wichtig, auch in den Gruppen, man muss freundlich zueinander sein. Man sieht sich immer zweimal im Leben. So, er schneidet und schneidet. Also es ist ganz wichtig, seid nett zueinander. Es muss Spaß machen, weil wer hier verkrampft ist, weil er schlechte Laune hat, da funktioniert es hier ganz schlecht. Deswegen immer versuchen, sich mit positiven Sachen zu umgeben, dann sprudelt es auch. Was mit dir? Doch, sieht gut aus. Könnte. Ich hätte halt vielleicht nicht unbedingt die Geschwindigkeit 1 geben müssen. So, während der schneidet, hört man das eigentlich schlimm laut? Ha, hallo nach Norwegen. Hallo Sabrina. Ist der Plotter sehr laut für euch oder hört ihr mich gut? Gebt mir mal bitte ein Feedback. Jetzt hätte ich fast meinen Laptop zugeklappt.
BH. Natürlich dürfen Sie ordern, Frau Wural. Sehr gerne sogar. Sodala. Also, danke, dann hört ihr mich gut, weil ich denke, der braucht noch ungefähr 3 Minuten, 4 Minuten. Von daher könntet ihr mir, ich sende auch herzliche Grüße an die Schweiz, in die Schweiz, deswegen könnte ich jetzt mal ein paar Fragen beantworten. Habe ich mit meinem vielen Geschwafel irgendetwas vergessen? Bis hierher. Habt ihr, es kommt ihr mit, also wir haben eine Datei gekauft, gekauft, ganz wichtig, gekauft. Alle Dateihersteller wie auch Schnittmusterhersteller wie auch wir wollen leben. Ganz wichtig. Daher kauft ihr das, macht euch nicht immer so viele Gedanken um die Preise. Es gibt Menschen, die wollen davon leben. Es gibt Kosten, die alle haben. Es gibt die Vertriebspartner. Ganz wichtig. Also ihr habt die gekauft, habt sie dann per Download-Link zur Verfügung gestellt bekommen. Dann habt ihr natürlich erstmal Folien gekauft. Den schönsten Schritt habe ich vergessen. Ihr habt natürlich auch Folien gekauft. Viele Folien lagern, ich mache jetzt einen ganz kurzen Abschnitt hier, viele Folien lagern natürlich auch teilweise, nachdem man sie gekauft hat, irgendwo in der Wohnung. Ich habe meine Folien immer griffbereit in einer Fächermappe. Ich habe 3, liegt aber nur daran, dass ich von vielen auch nur eine habe. Ich habe hier Fächermappe. Das ist meine Flexmappe. Ich habe... Ach, er ist fertig. Egal. Also, ich habe hier meine Flexmappe. Habe da sortiert. Habe mir hier die Farben aufgeschrieben. Dementsprechend finde ich quasi die Rottöne, die Blautöne, die Brauntöne, die Grüntöne und sonstige Farben immer schön griffbereit. Wie gesagt, manchmal lagern die Folien etwas länger und dann sieht man eine Datei und sagt, die ist es. Die ist es, die probiere ich aus. So, also, ihr habt euch eine Folie ausgesucht, habt euch eine Datei ausgesucht, habt die gekauft, habt sie im Studio-Programm geöffnet, habt sie mit den vorgegebenen Schnitteinstellungen geschnitten. Geschnitten, wo wir bei dem Thema wären. Die Reste. Gute Frage, vielen Dank, Liebling, dass du mir immer so schön hilfst. Du kannst das noch besser lesen. Genau, Resten. Das ist das Praktische an der Fächermappe. Ihr könnt die Reste mit hier reinlegen. Die Fächer sind ja unten zu. Also ich habe die Reste, ich habe zum Beispiel hier so einen ganzen Pack mit Schwarz. Was mache ich mit Resten? Ich schneide viel auch mal kleine Sachen, Augen oder sonstiges. Ich habe auch schon welche weitergegeben an Leute, die es mal probieren wollen. So, um einfach mal zu testen. Ich hebe meine Reste eigentlich alle auf. Also ich hebe aber meine Stoffreste auch alle auf. Um sie wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal für irgendwas zu nehmen. Wie gesagt, durch den Tesafilm, und wo ihr es fixieren könnt und die tollen Rauten auf der Matte, könnt ihr die wirklich auch benutzen. Also kein Schreck kriegen, was will ich mit so einem kleinen Ding, hebt es erstmal auf. Irgendwann mal, ich habe heute zum Beispiel die Idee in meinem Kopf gereift, ich war lange mit meinen Kindern spazieren, es war ja ein wunderschönes Wetter. Ich möchte mir gerne ein T-Shirt machen mit lauter kleinen Ananäschen drauf. Heißt das Ananäschen? Egal. Also auf jeden Fall mit lauter kleinen Ananas oder mit kleinen Konfettis oder, weil sie gerade so schön geflogen sind, mit kleinen Herzen. Hebt sie auf. Es wird immer der Punkt kommen, wo ihr sie braucht. Oder eure Nachbarin, eure Freundin oder irgendjemand. Fächermappen sind gut. Wenn sie zu knuddelig werden in den Fächermappen, könnt ihr euch auch eine Klarsichtfolie in die Fächermappe legen, eben für die kleinen Teile der jeweiligen Farben. Also wie gesagt, ich habe hier die Flexmappe, dann habe ich eine für eben für diese ganzen schönen Watercolor-Geschichten, Aquarell. So, diese Mappen sind nicht teuer, das ist super, um das zu lagern. Man kann sie mit auf den Boden nehmen und kann sich da ausbreiten und kann sich das wunderbar anschauen. So, also gut, haben wir dieses Thema. Ja, wegen Vinylfolien, weil viele auch fragen, ja, aber ich habe Rollen. Ich habe Rollen. Ja, ich habe auch Rollen. Ich habe meine Rollen hier unter dem Tisch stehen, zum Beispiel. Ich habe aber meistens nur schwarz in groß, weil es für mich, ich brauche schwarz in Massen. Deswegen kaufe ich schwarz
eigentlich nur schwarz in dieser großen Menge. Was ich aber auch schon gesehen habe, was ich ganz toll finde, sind diese IKEA-Plastiktüten-Aufbewahrungssysteme. Das ist so ein Schlauchdings mit lauter Löchern. Da kann man die so schön querschieben. Also offen, Augen offen halten. Also es gibt so viele tolle Menschen auf der Welt, die so Ideen haben, auf die ich wirklich selbst niemals kommen würde. Die da so Ideen haben. Oder geht mal irgendwo einkaufen. Es gibt tolle Boxen und sowas zum Reinstellen mit so einem Gummi außenrum. Das ist auch die Idee eben für die Rollen. Wer natürlich ganz, ganz, ganz viele Rollen hat, am besten ein Gummi drum und in so eine Schublade rein, dass man es von vorne so ein bisschen sieht. Also es ist so wäre so mein Tipp. So, Dala, ich habe jetzt den Tesafilm abgefrickelt und ihn mir auf den Tisch gepackt, um ihn morgen wahrscheinlich wieder abzufummeln. Ja, die Datei ist geschnitten. Man sieht es nicht, aber sie ist geschnitten. Jetzt nehme ich mir eine Schere. Ich schaue auf die Datei und sehe nichts. Passiert mir übrigens auch ganz oft. Also ich entgittere am liebsten zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Das ist meine Zeit, da schläft meine Familie, da habe ich meine Ruhe und da bin ich schon wach. Da sind auch meine Augen noch am besten. Aber gut, da schlafen wahrscheinlich alle anderen. Ja, genau. Gebt euch gegenseitig Tipps, finde ich ganz toll. So, also ihr seht nichts. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr habt entweder gerade so viel Licht wie ich oder, wie ich vorhin, ihr klaut euren Kindern die Taschenlampen. Jetzt sehe ich alles und ihr bestimmt auch. Oder? Das ist ja mein Sohn gewesen, dem ich die Taschenlampe geklaut habe. Deswegen könnt ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Variante 1, Taschenlampe. Perfekt, sieht man wirklich super. Jetzt gehen wir davon aus, es könnte... Wie, ihr schlaft um 5 noch. Also, gehen wir davon aus, es ist schwarz auf schwarz, mit schwarz im Schwarz. Es ist schon schlimm genug, eine schwarze Naht aufzutrennen abends um 10. Also hätte ich die Variante 2 für euch. Also das habe ich meinen Kindern geklaut und folgendes auch. Das, ihr Lieben, ist Straßenmalkreide. Wenn ihr die und hä? Seht ihr es? Also ich denke, ihr seht es jetzt. Seht ihr es jetzt? Kann mal einer bitte was sagen? Ich denke schon, oder? Auf jeden Fall setzt sich die Farbe, ihr solltet dann vielleicht nicht die schwarze Straßenmalkreide nehmen, das habe ich nicht gelesen, Michael, ich habe gerade angefangen zu lesen. Gute Lampen, Stirnlampen, alles super, schwarze Naht auftreten, ja. Also, man sieht es jetzt. Die Kreide setzt sich in die Schnittflächen, Schnittkanten. Ha! Auf jeden Fall, also. Man sollte immer seinen Kindern mindestens 3 Farben Straßenmalkreide mopsen und sich irgendwo ganz einfach bunkern. Mein Sohn hat vorhin leider mitbekommen, dass ich ihm die Taschenlampe abgenommen habe, von daher wird die morgen nicht mehr hier oben stehen. Aber die Straßenmalkreide. Außer er sieht sie, wenn er sich die Taschenlampe holt. Aber ich bin ja die Mama. Von daher hole ich sie mir wieder. So, also gut. Wir haben uns die Schnittlinie sichtbar gemacht, weil ich möchte sie nämlich ausschneiden, weil ich den Rest gegebenenfalls aufheben möchte. Also ich will ihn nicht gegebenenfalls aufheben, ich will ihn aufheben. So, lala. Also ich schneide mit meiner Schere eisenskalt im Kreis. Packe mir den Rest morgen wieder in meine Fächermappe zurück. Dann Folgendes. Ich habe gestern hat eine Kundin oder eine Dame gefragt, wie viele, was man als Zubehör braucht. Das habe ich natürlich vergessen. Ein Messer und ein Skalpell. Ist das ein Skalpell? Nee. Rakel? Nein. Toll. Dieses Ding, wo mir gerade aufgrund meiner Aufregung nicht einfällt, wie es heißt. Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Ja, gut. Ich fange jetzt an zu entgittern. Ich versuche euch jetzt mal... Ich muss einfach zeigen, weil ich es gerade wegschieben musste.
Ah, das ist gespiegelt. Klug war es nicht, aber geil. Ich muss mal. So. Also, weil ich den Becher jetzt so schön auf die Seite. So. Die Kreide kosten Euro beim Teddy. Der ganze Pack übrigens. Von daher können eure Kinder die ganze Straße voll malen. Ihr könnt unbemerkt 2 oder 3 mopsen. Also, wir fangen jetzt an zu entgittern. Druckbleistift. Ja, ich kenne auch Menschen, die mit einer Nadel entgittern. Von daher Zahnsteinentferner. Den nehme ich aber sonst nicht mit ins Bad. Also, ich fange jetzt an zu entgittern. Ich ziehe die jetzt ab. So. Entgitterhaken. Genau, gibt es auch bei uns. Vielen Dank. Natürlich gibt es den auch bei uns. Was soll ich denn sonst her haben? So, da la. Ich habe hier ein Stück, an dem es ein wenig hängt. Woran hängt es? Deswegen habe ich auch hier immer ein Messer. Ja, noch eine Sache. Sollte ein Stück bei euch nicht geschnitten sein, passiert mir gerne auch bei Schwarz. Liegt es nicht immer nur an der Folie oder an euch oder an dem Cameo, sondern an einem Fussel auf der Matte. Der kann das nämlich genauso beeinträchtigen. Sollte sowas passieren, keine Panik. Keine Panik. Nehmt euer Messerchen, ihr seht ja, wo es ist, und schneidet diesen Millimeter einfach mit dem Messer. Bitte schneidet euch nicht. So, also, dann ziehen wir mal die Ränder ab und gleich kriegen wir unser Hashtag. Sodala. Der Plastikmund ist hier. Sodala. Die Mitte entkitte ich jetzt auch. Ich werde jetzt, dadurch, dass ich jetzt so schön oft darauf rumgefuschelt habe, nächster Tipp. Das und das ist das, was ich am meisten mit durch unser Haus schleife. Mein Mann wird es bestätigen können. Das steht eigentlich grundsätzlich bei uns unten am Wohnzimmertisch. Mein Pappteller. Weil, wenn ich Flexfolie oder irgendwas, was klebt, kann ich hier schön abstreifen. Und ich muss nicht immer an den Abfalleimer gehen. Weil gerade jemand gefragt hat, ja, es muss immer entgittert werden. Ein Plotter ist ein Schneidewerkzeug. Wenn man einen Stift einsetzt, kann er auch zeichnen, aber er schneidet die Folie, er wird ihn nicht selbstständig entgittern. So, dadurch, dass ich jetzt so oft darauf rumgefuschelt habe, werde ich mir jetzt meine Linie nochmal sichtbar machen, dass wir hier auch mal vorwärts kommen. So, also ich entgitter hier mal weiter, die Lampe brauche ich auch noch, damit die Lampen so schön ins Gesicht leuchten. So, also ich entgitter nochmal schnell fertig. Nein, das Entgittern, die Folie muss ich immer entgittern. Ja, was trägst du es im Haar? Haha! Geil, im Haar, was mir alles im Haar haben. Ich habe auch schon, als ich das Mandala gemacht habe, beispielsweise, diese kleinen dünnen Dinger, ich hatte überall Löckchen. So süße, bunte Löckchen. Ich habe auch schon bei Instagram ein ganz tolles Bild gesehen. Leider weiß ich nicht mehr, von wem das war. Da hatte jemand leider Buchstaben auf dem Küchenboden. Das war auch sehr, sehr schön. Ich bin jetzt kurz unhöflich und gucke euch mal nicht an, um eben den Hashtag fertig zu entgittern. Da sind ein paar kleine Teile noch mit drin, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen. Das soll ja cool sein. So, dann entgittern wir hier mal den Rest. Ich habe es aber auch gleich. So. So, tada. Da habe ich alles. Da muss noch ein Stück raus. Da ist nichts mehr, da muss noch ein Stück raus. Ach, schön, dass man das so gut sieht. Obwohl es so spät ist, normalerweise schlafe ich schon. So, haben wir alles? Haben wir alles, ansonsten köpft mich die Faina, wenn ihr Hashtag nicht mehr so aussieht, wie er sonst aussieht. So, Plotter mit Entgitterautomarkt. Ja, das wäre natürlich der Monster Mega. Halt, wir schlafen mal drüber. Vielleicht fällt uns ja was ein. Hier ist unser Hashtag. So, das wäre unsere Glitzer Watercolor als Hashtag. Fertig. Was wollte ich? Ja, Komplott Fashion Science, der Hashtag. Wunderschön. So, jetzt machen wir mal den ganzen Krempel hier zu. Laptop. So, jetzt wir reden gleich weiter. Ich bin sofort wieder bei euch. Ich werde nur mal schon die Presse vorheizen. Dann können wir uns noch kurz unterhalten. So, hier ist die Presse. Keine Sorge, ich werde euch dann mitnehmen. Dann könnt ihr mit hier zugucken. Ich mache die Presse an und währenddessen
Währenddessen reden wir mal ganz kurz über die anderen Folien, die wir auch noch haben. Also, Glitzer. Ich habe es so schön auf den Boden geschmissen, es tut mir so leid. Wir haben die Intensiv, die wir auch vorhin hier auf dem Herz gesehen haben, von Treebird, das ich leider gerade nicht greifbar habe. Sieht verarbeitet hier so aus. Plottermarie, eine Eigenproduktion. Warum seid ihr auf einmal so hell? Habe ich irgendwas falsch gemacht? So, jetzt geht's wieder. Das ist unsere Intense-Glitzer. Diese Datei ist von uns und auch diese Folie ist von uns. Ich finde es einfach mega. Ist ein super. Dann haben wir noch die grüne Variante. Ist leider gespiegelt, aber da steht Egemonie Sachs, weil es ist auch wirklich so. Sieht ganz, ganz toll aus. Dann kommen wir zu einem Thema, das wir gestern schon heiß diskutiert haben, und zwar unsere Plottermarie Rosenfolie. Da haben dann viele gesagt, ja, schön. Und was mache ich? Ich habe beispielsweise ein Herz daraus geplottet. Die Datei ist von uns, findet ihr in den Downloads. Kann man kaufen. Sieht wunderschön aus. Was haben wir noch? Ja. Ist schon, also ja, gerade schon 21 Uhr. Was auch wunderschön aussieht in der, mit der Datei, ist eine ganz, ganz tolle Muttertagsdatei. Ein Herz. Von der lieben Annette von Grovy Design ist jetzt gerade online gegangen. Ist ein Freebie. Herzlichen Dank. Für alle Mamas, das kriegt übrigens meine Mama, diese Folie, die da jetzt drauf ist, ist unsere Rosenfolie in matt, aber ihr seht, man kann wunderschöne Sachen damit machen. Hier heißt die Datei auch nochmal, also schaut bei Grovy Design vorbei, könnt ihr euch downloaden, perfekt für die Rosenfolie. www.plottermarie.de findet ihr alles, Rosenfolie, diese Glitzerfolien, die verschiedenen Flexfolien, die Messer, also alles, worüber wir gesprochen haben. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Spiegelst du Schriften nie? Warum? Ich spiegel Schriften, aber wir sind spiegelverkehrt. Diese Videos sind spiegelverkehrt. Ich weiß das deswegen, weil eine sehr gute Freundin von mir viel Live-Videos macht und für die mache ich, weil sie meine Hebamme auch noch gleichzeitig war für die Kinder. Da muss ich nicht spiegeln, also bei ihr ist alles spiegelverkehrt, dass es in den Videos dann wieder gleich ist. Von daher seid nicht böse, dass bei mir alles spiegelverkehrt ist, weil es eben aufgrund dieses Live-Videos ist. Genau, weil ich mit der Frontkamera, sonst könnte ich eure Kommentare nicht lesen. Genau. Durch die falsche Kameraeinstellung? Die Name von dem Herz, das ist unsere Herzdatei, schaut bei Plottermarie unter den Downloads bzw. unter den Dateien und da findet ihr die. Die gibt es seit letzter Woche. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Ne, heißt noch. Ich gucke mal nochmal, was ihr so schön beschreibt. So, dann gucken wir. Das ist. Ich habe vorhin was mit Weichspüler gelesen. Nicht gut. Genauso wie Trockner. Wenn es einmal in den Trockner kommt, ist das alles kein Thema. Aber gut ist es nicht. Mir sind Jersey-Sachen dann meistens ein bisschen steif. Wenn das dann fertig auf der Leine getrocknet ist, haue ich es beim Wollprogramm für 15 Minuten nochmal in den Trockner. Dann wird es ein bisschen weicher. 15 Minuten, das ist ganz. Das Wollprogramm ist nicht heiß, aber es macht das Ganze doch noch ein bisschen weicher. Das ist das Höchste der Gefühle. Ansonsten Weichspüler am besten weglassen. Und trocknen nur, wenn der Mann die Wäsche gemacht hat. Dann ist es nicht schlimm. Sollte sich etwas lösen, presst es einfach nochmal nach. Wichtig ist, wenn ihr bei uns Folien gekauft habt, wie gesagt, plottermarie.de, und ihr habt gepresst, wartet 2 Tage, dass die Folie sich mit dem Textil ordentlich verbunden hat und dann könnt ihr es waschen. Wenn ihr es so macht wie ich und ihr zieht es an und denkt euch, oh, das ziehe ich morgen nochmal an, aber heute will ich es nochmal anziehen und dann saudert es ein, weil ihr zu dusselig seid, einen Kaffee zu trinken, lasst besser nochmal liegen. Wirklich. Kann ich die Folie auch mit einer normalen Bügelpresse aufpressen? Meinst du mit Bügeleisen, Sarah? Ja,
Ich selbst kann das nicht. Ich habe eine Dampfbügelstation, die wird nicht heiß genug. Das geht also über den Dampf. Aber mit Bügeleisen ist das alles auch machbar. Ihr müsst einen festen Untergrund haben, einen wirklich festen, am besten ein Holzbrett. Und dann volle Rotze drauf. Nicht bügeln, pressen. Deswegen es heißt ja pressen und nicht bügeln. Von daher Stück für Stück Bügeleisen heiß und pressen geht auch. Ist machbar. Ich, Eva, kann jedem nur eine Presse empfehlen, weil es einfach besser hält. Ich habe zeitlang mit dem Bügeleisen gepresst. Ich hatte ein Bügeleisen mir gekauft. Mir ist der Spaß vergangen. Wenn ich die Kosten-Leistungs-Rechnung sehe, was hat nicht gehalten, was musste ich nachpressen, was hat mich geärgert, bei mir geht es immer ums Ärgern. Ich habe mir eine Presse gekauft. Die Presse, man muss ja nicht gleich eine Presse haben, die so groß ist wie das Wohnzimmer. Es gibt die kleinen Pressen schon, schaut mal bei uns rein. Ich habe hier die Hobby Squeezy, das ist die kleine Variante, die ist okay, also okay im Sinne vom Preis. Ich bin super zufrieden. Was man nicht einstellen kann, ist den Druck. Bei mir ist alles Eva-Druck, mein Gewicht. Sollte ich zum Beispiel Duoflex, also was einen hohen Pressdruck hat, haben, muss ich Ehemann-Druck wählen, weil mein Mann ist ein bisschen größer als ich. Sehr diplomatisch ausgewählt. Ich habe eine und es funktioniert gut, habe aber auch eine Textilpresse. Kauft eine Presse, ja. Ich möchte das jetzt so nicht, ich will ja nicht nur, ich will euch ja was zeigen und nicht nur Werbung machen, aber es ist wirklich so, kauft euch eine Presse. Es lohnt sich wirklich, es geht schneller, jetzt ist es auch schon warm, es geht schneller, es hält wirklich gut und ihr habt wirklich viel mehr Spaß dran, weil dieses, dann löst sich ein Auge, dann löst sich dies, ist ärgerlich. So, ja, Ehemann-Druck. Also, habe ich irgendwas vergessen, das kenne ich auch. Bügeleisen ist doof. Möchte diplomatisch bleiben. So, da la. Ich möchte nochmal das Rosenherz zeigen. Die Taschen. Ja, diese Tasche ist auch von uns, also aus unserem Shop. Es gibt auch Taschen. Wir haben Jutehüte. Wo ist mein Jutehut? Ah, jetzt ist er runtergefallen. Alles, was man bepressen kann, was man pressen kann, geht zusätzlich mit offenen Augen durch die Welt. Es gibt diese Euroläden, wo Leinwände sind. Ich habe schon Leinwände mit Vinyl bedruckt. Ich habe, was habe ich denn hier sonst noch alles? Ich habe Bilderrahmen, weil immer viele sagen, warum soll ich mir eine Datei für 5 bis 10 Euro kaufen? Ich will doch nur ein Shirt machen. Nicht hier, nicht in Scheuklappen anziehen. Man kann Bilderrahmen, man kann es mit Vinyl machen, man kann es auf Taschen machen und der Mama schenken. Man kann es eben wie ich jetzt hier auf einem Schnapsgläschen mit Vinyl drauf machen. Es sind so viele Möglichkeiten da. Man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann funktioniert es. Wie viel Grad ich habe? Es sind 150 bis 160 Grad, ich glaube. Schön, dass du sagst. Ich habe nämlich gestern was anderes gemacht. Ich stelle mir jetzt gleich. Ich zeige euch gleich noch, wie sie fun ich zeig euch gleich noch, wie sie funktioniert. Ich mache sie nur ein bisschen kühler. So, weil sonst. Ja. Gut. Also, ich mache es nur ein bisschen kühler wieder, weil sonst ist es zu heiß. So, dann. Ich habe einen Power-Zwerg zugelegt. Schnapsflasche für die Mama zum Mutter. Meine Mama oder meine Eltern sind ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Netzwerk. Gerade wenn ich eben mal die Folien bekomme und es muss schnell gehen. Oder wenn ich mit dem Großen mal schwimmen gehe. Also meine Mutter tut alles für uns und nimmt immer eben auch gerne mal die Enkel. Und ich kenne meine Kinder, ich kenne mich. Meine Mutter hat immer gesagt, sie wünscht mir nichts Schlimmes, nur Kinder, die so viel reden wie ich. Die habe ich. Also, Prost. Ist ganz toll. War, ich glaube, diese Flasche unbedruckt hat, also ich habe den Druck, wie gesagt, selbst drauf gemacht. Diese Flasche hat gleich 5 Euro gekostet. Und ich finde es ein wirklich tolles Geschenk. Kann man dann auch Badezusatz reintun oder was auch immer. Habe ich in einem Schnaps. Ui, habe ich in einem Schnapsladen gefunden, in dem ich ganz zufällig vorbeigekommen bin. So, dann. Wir haben. Ich trinke noch einen ganz kurzen Schluck. Ist ja live. Die Flexfolie, die Glitzerfolie machen wir jetzt bei. Ich habe jetzt 160 Grad, das ist super. Nicht zu heiß, nicht zu heiß, nicht zu lange. Ich werde euch jetzt. Wir haben das Ganze ja schon mal durchgespielt. Was hat die Biel vergessen?
Transferfolie vor lauter Reden. So, es ist geschnitten. Und jetzt machen wir, Entschuldigung, die Transferfolie drauf. Einmal abziehen. Wunderbar. Jetzt habe ich es. Eine nicht klebende und eine klebende Seite. Rein theoretisch könnte, wenn das am Stück wäre, das auch ohne Trägerfolie gepresst werden. Diesen minimaler Hitzeschutz. Aber da wir ja immer irgendwelche Kleinteile haben, ist es so viel einfacher. Also ich drücke es mir fest. Ist wie beim Vinyl auch. Es gibt ganz tolle so Rakel noch, um das Ganze ein bisschen fester zu machen. So, ich habe es nicht gerakelt, weil ich beim letzten Rakeln, keine Ahnung wo, in diesem Saustall hier, den ihr Gott sei Dank nicht seht, hier geht es nämlich noch weiter, irgendwo verlegt habe. Wahrscheinlich hat er mein Sohn. So. Also, was macht er eigentlich? So, also wir kleben das da fest und ziehen die andere Folie ab. Ich wusste, dass noch was schief geht. So, sie klebt die Hulle. Wo sie nicht klebt, drücke ich sie fest. Also ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, haben einige schon Vinyl verarbeitet. Das ist ähnlich. Und sie ist auf dem Träger. Solltet ihr diese durchsichtige Folie nicht mehr finden, weil ihr sie weggeschmissen habt, weil ihr euch gefragt habt, was hat die Platte Marius da eigentlich geliefert, brauchst du nicht mal weg. Ist das nicht schlimm? Geht auf euren Boden und sucht in eurem Fundus. Weil, wenn ihr Flexfolien benutzt habt, ganz normale Flexfolien, und habt die gepresst und habt sie abgezogen. Habt ihr Reste. Die findet ihr in jedem Plastikmüll, der hier oben rumsteht. Auch die könnt ihr verwenden, wenn sie leer ist. Die kleben ja auch noch ein bisschen. Könnt ihr auch nutzen. Auch machbar. So, Della. Dann schauen wir mal. Also, wir haben unser Shirt. Wollt ihr, dass ich euch mitnehme oder seht ihr mich da hinten gut? Hotfix. Ja. Sage ich jetzt ja, ich, Eva, weil ich das auch schon getan habe. Ich finde diese Idee, ach so, Entschuldigung. Ich rede mit der Hanna. Ich habe nämlich auch immer ein paar Steine da. Und wie ihr sehen könnt, haben auch die diese Folien. Geht also auch. Habe ich auch schon gemacht. Ist übrigens immer schön, wenn man sowas da hat, als Highlight zum Highlight setzen. So, also ich nehme euch jetzt mal mit. Zu der lieben Marie. Und dann werden wir gemeinsam alle, die an Brechreiz leiden, bitte für 30 Sekunden die Augen schließen. Die Steine, von den Steinen erzähle ich nachher noch einmal. Einen Moment, ich nehme euch jetzt mal mit an die Presse. So, was ihr hier hinter mir seht, ist meine Fotowand. Wenn wir schon hier gerade einen Rundgang machen. Hier sitzen wir übrigens gerade. Ich werde beleuchtet. So, also wir stellen uns jetzt an die Presse. Und so wie ich das sehe, ich liebe diese Technik. Wie ich das sehe, könnt ihr die Presse nicht sehen. Ich stelle euch auf den Stuhl. So. Bringt nichts. Also gut. Schlecht. Ich kann euch nämlich nicht weiter kippen, oder? Kann ich? Ja, ich kann. Wie gesagt, wir sind live. Da ist es halt einfach mal so. Hier sitzt die Marie, die setze ich mal ein Stückchen weiter weg, bevor sie sich ihre Plastikfinger verbricht. Ist es arg schlimm? Ist es okay vom Dings? Ja, gut. Also, hier ist die Presse. Vorsicht, ich habe sie schon an. Sie ist heiß. Diese Presse wird übrigens liebevoll von meinem Mini-Mini-Mini-Sohn Grill genannt. So, ich zeige sie euch aber trotzdem mal, weil sie eh gerade hier ist. Das ist unsere liebe Marie. Wer kennt sie noch? So begann eigentlich die ganze Story. Wir haben uns überlegt, wie bringen wir in 2,5 Minuten den Menschen unsere Themen wieder, wie klären wir Fragen. Allerdings sind Marie-Videos, ja, sie lebt natürlich noch,
Sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr langwierig und von daher ertragt ihr mich jetzt live. Also, wir haben vorgeheizt. Wir holen unser Textil. Biel, wo hast du es denn hin? Hier ist es. Sodala. Wir haben unser Textil. Schaut immer, das ist ganz wichtig. Ich rede jetzt einfach mal. Gerade bei diesen schon genähten, wenn es Zuschnitte sind, ist es kein Problem. Da hat alles eine Fläche. Wenn es so wie hier ein gekauftes ist, schaut, dass das, was gepresst wird, am höchsten ist. Sollte dies nicht machbar sein, weil ihr eine Tasche habt oder weil irgendwo eine Naht ist, dann legt es euch höher, nehmt ein festes Stück Karton. Ich nehme gerne immer mein Anleitungsbuch für meine Coverlock als Erhöhung. Es muss fest sein, dass ihr es wirklich als Erhöhung nehmen könnt. Wie gesagt, ich hatte in meiner Presse schon eine Leinwand. Auch machbar. Also es muss die höchste Stelle sein oder halt wie bei mir jetzt, ich schiebe es mir einfach so weit hinten nach hinten, dass es nicht mehr irgendwo hier aufliegt. So, jetzt gucken wir wegen der Positionierung. Ihr seht hier die Mitte. Wenn ich jetzt mit meinem Augenmaß da dran gehe, funktioniert es sowieso nicht. Ich habe natürlich jetzt vor lauter, ich muss mich vorbereiten, mein Maßband nicht hier. Auf jeden Fall würdet ihr dann hier messen, wo ist die Mitte, wo will ich es haben. Aber es ist ein Hashtag. Da ist es jetzt nicht ganz so schlimm. So, dann holen wir uns den Hashtag. Ganz wichtig. Textil vorher kurz anpressen. Das hätte ich jetzt vor lauter Glückseligkeit auch noch vergessen. So, wir pressen es an. Backpapier dazwischen. So, dann pressen wir mal 5 Sekunden vor, dass das Textil auch wirklich trocken ist, weil ich schwitze, ich bin aufgeregt und es muss wirklich trocken sein. So, jetzt legen wir unseren Hashtag auf. Ach, Marie, du stehst beim Weg. Jetzt legen wir unseren Hashtag auf. Positionieren ihn in die Mitte. Schwarz auf Schwarz mit Schwarz in Schwarz. Sattler. So möchte ich ihn haben. Ich lege ihn auf. So, jetzt sprechen wir über die Presse. Ich habe eingestellt 155 Grad. Seht ihr nicht, aber ich sehe es. Ich habe 155 Grad, jetzt ist es gerade bei 156, ist es nicht schlimm, eingestellt und bei mir sind eingestellt 15 Sekunden. Ich finde das super praktisch mit der Zeit, weil sollte ich wieder irgendwo anders sein mit meinem Hirn oder mein Telefon klingelt, fängt das Ding an zu piepsen, das werdet ihr auch gleich hören. Dementsprechend verschmort hier nichts. Also, ich habe es eingestellt mit 15 Sekunden. Ich glaube, es sind 20. Ich mache es einfach ein bisschen länger. So, also. Wir schließen den Deckel mit EVA-Druck. Sonst ist keiner hier oben. Marie-Druck wäre zu wenig. Und warten. Also, wir könnten auch, es gibt Pressen auch ohne Zeit. Dann zähle ich 21, 22, 23, sonstiges. Auch kein Problem. Tut dem Ganzen keinen Abbruch, man muss halt einfach zählen. Wie ihr hört, piepst sie. Es ist angerichtet. So, jetzt stehe ich natürlich ganz woanders. Jetzt wäre es wichtig zu wissen, muss man es heiß abziehen, muss man es kalt abziehen. Bitte beachtet auch dies. Trägerfolie ist nun abgezogen. Und das Ergebnis ist auf dem Textil. Diese wunderschöne Hobby-Squeezy kriegt ihr auch bei uns auf plottermarie.de. Wie gesagt, bei mir Tag und Nacht im Einsatz. Ihr könntet es jetzt aufheben, falls ihr die nochmal brauchen solltet. Ich lege sie dahin, wo alle Folien liegen. So, also gut, es ist fertig, es ist angerichtet. Ich presse immer noch mal kurz nach. Die Folie ist ab. Ich presse noch mal kurz nach. So, ganz wichtig, macht die Presse sofort aus. Gut. Dann ziehen wir wieder zurück um. Auf. Handy fällt gleich runter. Gott sei Dank habe ich das gesehen. Dann sagen wir mal alle Tschüss zu der lieben Marie. Sie wird immer dabei sein und es wird auch noch ein wunderschönes Video von ihr kommen. So, dann drehen wir uns mal um. Ja, hier ist der zweite Teil meines Chaosladens. So, stellen wir uns wieder hin.
Und ich muss euch nur wieder ein bisschen positionieren. Wunderbar. Gut. Mein Stuhl steht hier. Es gehen übrigens auch filigrane Sachen. Das ist jetzt zwar eine Glitzer-Mega-Funkel, aber das Verfahren ist ähnlich. Aber da ist es entgegen, entweder Tequila, wie die liebe Lou von liebe Lou jetzt sagen würde, oder viel Straßenmalkreide. Aber es ist alles machbar. So, das ist unsere Glitzer-Mega-Funkel in Kupfer. Auch sehr, sehr schön. Um das mal so ein bisschen. Ich habe hier so ein paar Sachen rumfliegen. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das jetzt nochmal schnell. So, also. Und der Hashtag ist auf dem Shirt. Ich hole mal die Puppe. Er ist so groß, wie ich ihn wollte. Er ist da, wo ich ihn wollte. Und er gefällt mir wirklich, wirklich gut. Schönes, schön irgendwo reingestopft. Ich habe der Puppe vorher noch einen Gürtel angezogen, dass man das Ganze mal ein bisschen sehen kann. Ja, also ich muss über den Selbstdruck ausüben. Ja, Julia, ich muss den Druck selbst ausüben. Ich bin der Eva-Druck. Eva-Druck ist ungefähr der mittlere Druck. Dann gibt es noch den Ehemann-Druck. Zu 98% ist der Ehemann-Druck der hohe Druck. Sollte der Ehemann-Druck nicht hoch genug sein, dann müsst ihr euch einen Nachbarn mal kurz holen. Also den hohen Druck braucht man eigentlich gerade so bei Duoflex oder irgendwas, aber ansonsten geht der Eva-Druck, ist möglich, ist machbar. Also natürlich gibt es auch wieder Pressen mit Druck, wo man den Druck einstellen kann. Es gibt verschiedene Varianten. Aber wenn man auf seinen Geldbeutel gucken will, kann man auch Eva-Druck anwenden. Ich finde es nicht schlimm. Mir geht keiner ab dabei. Nur beim Ergebnis geht mir meistens einer ab. So, jetzt gucken wir mal. Meine Tochter ist 7 und entgittert mega gern. Ja, ich habe mich auch gefreut, als mein Sohn endlich in dem Alter war, dass er mir die Schnittmuster ausgeschnitten hat. Also ich hoffe, dass er mit dem Entgittern auch irgendwann mal anfängt. Duoflex ist eine Folie, welche zwei Farben hat. Und wenn die geschnitten wird und auf ein Textil gepresst wird, mit Ehemanndruck, oder wenn man selbst viel Druck ausüben kann, ergibt sich ein leichter Offset-Rahmen. Aufgrund des Drucks wird quasi die untere Schicht seitlich ein bisschen rausgedrückt, wie ein leichter Offset. Sieht auch wunderschön aus. Kann ich euch aber leider noch nicht zeigen, weil es ist noch ein Probedings. Also die Datei zumindest. Eine wunderschöne... Ach, jetzt bin ich irritiert gewesen. Sorry. Eine wunderschöne Folie. Auch mal was ganz anderes, gerade für Herrenshirts. Absolut machbar. So, jetzt gucken wir mal. Ja, also es ist fertig. Ich finde es toll. Ich finde es mega. Ich hole mal die anderen Shirts nochmal hoch, dann können wir uns das nochmal anschauen. Wie gesagt, es gibt noch die Rosen. Wunderschön. Von der lieben Annette von Grovi Design. Schlupft, wenn ihr weg fertig seid mit mir. Schlupft mal rüber, es ist ein Freebie, ist wunderschön als Dankeschön für die Mamas oder eben auch in groß auf einem schwarzen Shirt mit dieser Rosenfolie wirkt, es wirkt einfach toll, es glitzert, wenn ihr euch bewegt, es ist einfach eine tolle Datei. So, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Julia Hahn, bitte, liebe Anja, schreibt dir das auf. Die liebe Julia bekommt von mir die Rosenfolie. Hast du Lust, Julia, auf die Rosenfolie? Ich habe mir Briefmarken gekauft und einen Umschlag. Von daher könnten wir doch einfach mal der lieben Julia Hahn ein Päckchen schicken. So, dann tun wir die schon mal weg. So, wir haben, um das Ganze zu wiederholen, eine Datei von Komplott, eben diesen wunderschönen Hashtag aus der Fashion Science Serie, auf ein Textil gebracht. Wir haben es gekauft, wir haben es geöffnet, wir haben unsere Folien positioniert, also wir haben es auf die Schneidematte gelegt, haben uns ausgedrückt, wie es sein soll, haben es geschnitten, haben es, wie die Eva fast vergessen hätte, mit der Transferfolie auf das Shirt übertragen.
Es ist kein Hexenwerk, wie ihr gesehen habt. Man muss sich ein bisschen konzentrieren am besten, nicht gleichzeitig mit drei, wie viel sind wir, 15 Leuten reden. Ja, ich würde euch bitten, noch 3 Minuten dazu zu bleiben, weil ich muss euch ganz zum Schluss noch was ganz Wichtiges sagen. Ja, es werden noch mehr Videos kommen, Andrea. Wir wollen jetzt regelmäßig einmal die Woche abends online gehen. Ich hoffe, dass ich es in Zukunft ein bisschen kürzer hinkriege. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, wie spät es ist. Einfach um die Folien vorzustellen, dass jeder weiß, wie sie funktionieren und dass die Optik-Haptik so ein bisschen auf euch überspringt und ihr genauso wie bei den Stoffen irgendwann mal genau wisst, das ist das, das ist das, das ist das. Andrea, Grovi Design, schau bei Facebook, das müsste schon da sein. Grovi Design. So, dann würde ich sagen, Tina Amina, KL. Hast du Bock? Rainbow Circle Glitzer. Die würde ich dir gerne schicken. Schreibt es euch. Schreibt irgendeiner bestimmt mit. Ich glaube, die schicke ich dir. Ich habe doch so schöne Sachen da. Was habe ich denn noch da? Okay. Habe ich es euch näher gebracht? Gibt es noch Fragen zu genau dieser Folie? Habt ihr noch Fragen? Mehrfarbig plotten, machen wir. Wir fangen gerade an. Das ist heute der Test für uns. Wir schauen uns das im Nachgang an. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich, was können wir ändern? Wie können wir es ein bisschen, auch mit der Kameraeinstellung? Wir wollen einfach uns ja, anpassen. Wir werden das alles im Nachgang nochmal durchsprechen. Und es wird ab morgen dann auch einen Fahrplan geben. Eine Zeitschrift quasi. Nein, es wird dann einen Terminplan geben für die verschiedenen Sachen, die wir haben. Dann könnt ihr live online gehen und mit mir das Ganze bearbeiten. Wir wollen nicht nur die Folien machen, sondern auch mehrfarbig plotten. Wir können alles Mögliche mal ausprobieren. Wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal gucken. Funktioniert es? Komme ich an? Versteht ihr, was ich euch erkläre? Ist es für euch so rübergekommen, wie es funktioniert? Habt ihr noch Fragen? So, freue mich wirklich. Ja, es wird bestimmt schön. Ich freue mich auch. Es hat mir wirklich mega, mega Spaß gemacht. Und mit der Kreide, ja, ganz kurz nochmal mit der Kreide, Sandra, weil du gefragt hast. Also, wenn du entgittert hast und du möchtest, nein, wenn du geschnitten hast und du möchtest entgittern und du siehst die Linien nicht, weil du keine guten Augen hast oder weil gerade, das kann alles Mögliche sein. Wie gesagt, das typische Schwarz auf Schwarz mit Schwarz und du siehst die Linien nicht. Nimmst du dir ein Stück Straßenmalkreide, das du von deinen Kindern gemopst hast und fährst über die geschnittene Fläche, dann bleibt der Rest der Kreide oder ein Teil der Kreide in den Schnittflächen hängen. Dementsprechend siehst du sofort viel besser, wie die, wo du entgittern musst. Das ist der Tipp mit der Straßenmalkreide gewesen, ne, dass du denkst, genau, so sieht's aus. So, ich hätte noch gerne irgendwie Agni Meier. Hast du Bock? Guck mal, ist die schön. Machst du mir was Schönes? Wir würden uns übrigens super freuen, wir alle, also unser das Plottermarie-Team, wenn ihr Sachen mit unseren Folien gemacht habt, wenn ihr uns Bilder schickt. eva@plottermarie.de. Schickt sie mir, ich schaue sie mir an. Ihr kriegt bestimmt irgendein schönes, lustiges Kommentar dazu. Jeder lebt von Feedback. Wie sieht es bei anderen aus? Wir sehen zwar, wie wir es jetzt ausprobieren, aber es wäre schön. Also Agni Meier, ich schicke dir die zu. Das schreiben wir noch schnell auf. So, jetzt aber, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, aber wer es geschafft hat, dieser Bildchen-Schreckschraube bei Plottermarie oder auf Plottermarie bei Facebook zu folgen, dem möchte ich eine Sache sagen. Wenn ihr diese Folie kaufen möchtet, könnt ihr das gerne tun von jetzt bis Mitternacht mit 20% Nachlass. Ich gebe euch jetzt gleich einen Code. Wie gesagt, der Code ist geschaltet von jetzt bis Mitternacht. Bekommt ihr auf diese Glitzerfolien, die Rosenfolie, wie auch die anderen, die ich euch gezeigt habe, 20%. Der Code heißt, Schatz, ich habe ihn vergessen aufgrund meiner Aufregung. EVA20. EVA20 eingeben bei der Bestellung und ihr bekommt von jetzt bis Mitternacht 20%.
Ich hatte die letzten 15 Minuten, das ganz letzte Video, die letzten Minuten einen unheimlichen Spaß. Es war mein erstes langes Live-Video. Ich war sehr aufgeregt, aber ich hoffe, ihr habt verstanden oder auch gespürt, dass ich das liebe, was ich tue und ich es euch gerne weitergeben möchte. Jeder lebt davon, dass er was von anderen lernt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch um 21 Uhr wieder einschaltet. Wie gesagt, ihr bekommt morgen auch gleich gesagt, zu welchem Thema. Geht auf plottermarie.de, schaut euch um. Es sind so viele tolle Sachen dabei. Manchen muss man zweimal hinschauen, bis es hier oben Klick macht. Gerade die bedruckten Folien, das sind so Sachen, wo man wirklich erstmal überlegen muss. Aber wenn man mal gesehen hat, wie es aussieht, es ist einfach toll. Und da jetzt auch schon nach 21 Uhr ist, darf ich euch noch was zeigen zu unseren Aquarellfolien. Wir durften ja letzte Woche einiges noch nicht zeigen, weil es noch im Probenähen war. Aber die liebe Juliane Oberschätzchen, aka Oberschätzchen, hat die Datei jetzt auch schon hochgeladen. Das ist unsere Aquarellfolie, die im Gegensatz zu der Watercolor einfarbig ist. Das ist die Drachen- und Ritterburg-Datei. Und wie man hier auch so schön sehen kann, sind die Brauntöne und die Grüntöne, wie auch die anderen Farben, wo unheimlich schön ineinander verlaufen. Es gibt einen ganz herrlichen, ja, lebendigen Touch. Wollte ich euch unbedingt auch nochmal zeigen. Juliane Oberschätzchen, aka Oberschätzchen, ist jetzt auch verfügbar und wirklich ganz, eine ganz tolle Datei. Dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Es ist mit Sicherheit schon spät. Ja. Es ist schon spät. Meine Freundin und ich, wie gesagt, Busen und Kopf, verabschieden uns von euch. Ein Dankeschön an das Plottermarie-Team, an unser Brain Bug, meine Chefin, die liebe Anja. Danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast, dass ich uns nicht blamiere. Und natürlich ein ganz, ganz großes Danke an euch, die zugeschaut haben. Ich freue mich auf nächste Woche. Schaltet wieder ein. Wir lassen uns was ganz Tolles für euch einfallen. In diesem Sinne, ich gehe jetzt zu meinem Mann runter und trinke erstmal einen Schluck Sekt. Macht's gut. Tschüss.